In Deutschland verzeichnet die Polizei steigende Zahlen an falschen Ausweisdokumenten. Identitätsbetrügern kann sie aber oft nur wenig entgegensetzen. Wo ist das Original? Kann natürlich auch sein, dass er sich was kopiert hat, um über seinen tatsächlichen Aufenthaltsstatus hinwegzutäuschen. Rund 82 Millionen Menschen sind im Bundesgebiet derzeit gemeldet. Wie viele davon mit einer falschen Identität, ist unklar. Ich wage zu behaupten, aber das gibt verschiedene Schätzungen, Einschätzungen, dass ja Hunderttausende von Menschen, vielleicht sogar Millionen, rumlaufen mit einer falschen Identität. Im Rahmen der Einreisewelle meldeten Behörden allein 2016 13.000 gefälschte Ausweisdokumente. Denn der Markt für Fälschungen boomt. Europaweit agierende Netzwerke verdienen Millionen. Es gibt sehr viele, die mit gefälschten Ausweisen nach Deutschland gekommen sind. Und für viele habe ich die Ausweise gemacht. Fälschungen, mit denen sich das deutsche Meldesystem scheinbar problemlos überlisten lässt. Eine gute Fälschung, da müssen Sie dann auch kapitulieren. Vermutlich. ZDF Zoom fragt, wie leicht kann man in Deutschland unter falscher Identität leben? Sittensen in Niedersachsen. Wir sind mit Polizeihauptkommissar Stefan Münchow und seiner Kollegin Christine Wortmann verabredet. Zwei der wenigen Polizisten im Bundesgebiet, die speziell auf das Erkennen von Falschdokumenten ausgebildet wurden. Welche Chance haben die Autobahnpolizisten im Kampf gegen Fälschungen? Auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen versuchen Sie, Identitätsbetrüger zu fassen. Oftmals ist es Kommissar Zufall, der uns da was bringt. Hin und wieder aus der Diensterfahrung heraus weiß man, dass eine gewisse Konstellation von Fahrzeug, Fahrzeugbesetzung und so weiter auch recht vielversprechend sein kann. Ob ein Fahrzeug kontrollwürdig ist oder nicht, müssen die Polizisten innerhalb von Sekunden entscheiden. Merkmale wie die Herkunft der Insassen, Personenanzahl, Altersgruppe und mögliches Motiv der Fahrt sind für die Auswahl ausschlaggebend. Den brauchen wir nicht mehr hinterher. Aber der vielleicht. Ja, den können wir mal ein. Unter hunderten Fahrzeugen nehmen die Beamten einen weißen Personentransporter ins Visier. Vier Männer können sie im Inneren des Fahrzeuges erkennen. Polizist Münchow will alle Ausweise prüfen. Solche Kontrollen kann die Polizei jederzeit durchführen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Münchow von der Polizei Sittensen. Ich hätte gerne meinen Führerschein und Fahrzeugschein gesehen. Und von den Mitfahrern mal bitte die Personaldokumente. Dankeschön. Wo ist das Original? Bei solch einer verdachtsunabhängigen Kontrolle dürfen auch Mitreisende kontrolliert werden. Und tatsächlich, dieser Ausweis ist kein Original. Eine Kopie ist natürlich außergewöhnlich. Das ist ein Originalaufenthaltstitel in der entsprechenden Ausführung. Und das ist hier nur eine eingeschweißte Kopie. Wir akzeptieren das in dem Moment, wo wir sicher sind, dass es sich um die Person handelt und auch sein Aufenthaltstitel noch aktuell ist. Kann natürlich auch sein, dass er sich was kopiert hat, um über seinen tatsächlichen Aufenthaltsstatus hinwegzutäuschen. Echtheitsmerkmale wie beispielsweise Hologramme weist die Kopie nicht auf. Ob der Bauarbeiter wirklich einen gültigen Aufenthaltstitel hat, ist unklar. Stefan Münchow muss beim Ausländerzentralregister nachfragen, dem sogenannten AZR. Ja, ich hätte mal eine AZR-Anfrage. Ja, Nachname der Person. Münchow gibt seinem Kollegen in der Zentrale die Personalien durch. Anton Zeppelin. So, die Person erst einmal ins Bundesgebiet war am 14.10.87 und der Aufenthaltsstatus ist Niederlassungserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz 01.01.2005. Gut, okay, danke. Dass er das ist, das glaube ich schon. Also optisch passt Bild
zur Person, die hier im Fahrzeug sitzt. Das denke ich mal schon. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo sich das Original befindet. Ob da nicht jemand anders auf Ähnlichkeit mitreißt. So, Herr Jilmaz. Ja. Problem ist, Sie haben das jetzt ja nur in Kopie mit. Ja. Wo ist das Original? Hause. Zu Hause. Ob der Mann der ist, der er vorgibt zu sein, kann der Polizist nicht sicher sagen. Der Beamte verlässt sich auf seine Erfahrung, hat keine Indizien, die auf eine Straftat hindeuten. Weil ihm nichts vorzuwerfen ist, lässt er ihn weiterfahren. Die Alternative wäre eine intensive Recherche auf der Polizeiwache. Tatsächlich hat Münchow erst rund 100 Ausweisfälschungen in den vergangenen 10 Jahren entdecken können. Scheinbar fehlen weitergehende Prüfmöglichkeiten, wie der nächste Fall zeigt. Eine Verkehrskontrolle. Du hast schon den Fahrzeugkennzeichen gesehen. Mit einer UV-Lupe untersucht der Polizist akribisch auf Fälschungsmerkmale, wie eine mindere Druckqualität des Führerscheins. Das Dokument ist echt. Doch wer der Mann nun ist, wissen die Beamten erneut nicht. Im polizeilichen Register taucht der Name des Mannes zwar auf, nur mit unterschiedlichen Geburtsdaten. 01.01.1988. Was ist das? Kattenstraße? Eine Sücke. Nee, das hier ist irgendwie was in Südbayern. Irgendwo. Das ist wahrscheinlich nicht mal Deutschland. Das wird ja nicht sein. Die Polizisten sind irritiert. Im System finden sie den gleichen Namen, nur mit einem anderen Geburtsort und ohne Fahrerlaubnis. Ob der namentliche Doppelgänger, der angeblich im Ausland lebt, nicht doch der Mann im Auto ist, kann der Beamte nicht sicher sagen. Hierzu würden fälschungssichere, biometrische Daten, wie beispielsweise ein Foto- oder Fingerabdruck, in der Datenbank benötigt. Da die Polizei nicht nachfragt, machen wir das. Jetzt den gleichen Namen nochmal? Also genau den gleichen Namen. Also sogar die Opa-Name stimmt auch. Also mein Name, Vatername und Opa-Name. Ne? Das war früher bei mir in Schule. Den gleichen Familiennamen. Ja. Wenn Sie solche Dokumente vorlegen, die in Deutschland ausgestellt wurden, die 100% echt sind, ich kann ja nicht weltweit in Erfahrung bringen, ob es dann noch mal jemand gegeben hat oder ob er vielleicht sogar in Belgien, Italien oder Frankreich sich was schlichen hat. Die Möglichkeit habe ich einfach nicht. Und ich habe auch nicht den Ansatz, weil ich nicht den Verdacht an der Straftat habe. Ne? Wenn wir einen Terrorakt hätten, dann würde man vielleicht mal sagen, okay, wir fahren mal eine ganz große Nummer auf. Aber bei so einer reinen Routine-Verkehrskontrolle muss ich einfach mal darauf setzen, dass das, was mir vorgelegt wird, auch so in Ordnung ist. Das Aufspüren von gefälschten Ausweisdokumenten unter Zeitdruck, reiner Zufall. Und dabei sind Falschidentitäten für die Sicherheitsbehörden ein wachsendes Problem. So zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 99% in der versuchten Beschaffung von gefälschten Ausweisdokumenten. Wir wollen herausfinden, woher die falschen Ausweisdokumente kommen, die der Polizei zunehmend Schwierigkeiten bereiten. Wir reisen nach Athen. Die griechische Hauptstadt hat sich seit der Flüchtlingskrise zu einem Hotspot für Falschdokumente entwickelt. Unzählige Passfälscher und Dealer von Ausweisdokumenten sollen dort ihre Ware zum Kauf anbieten. Wir machen einen Anwalt ausfindig, der vor Gericht Passfälscher vertritt und der mit uns darüber sprechen will, Zacharias Kessis. Er gewährt uns exklusive Einblicke in die Akte eines aktuellen Falles. Das Foto zeigt eine von der griechischen Polizei überführte Fälscherwerkstatt mit Pässen, Druckern und Geldstapeln, dem Einkommen der griechischen Fälscher. Wie hat sich der Markt in den letzten Jahren für Passfälscher verändert? Es ist ein regelrechter Boom, wenn es um gefälschte Ausweisdokumente geht, weil es viele Menschen gibt, die dafür Geld ausgeben, sicher über die Grenze zu kommen. Jemand, der eine Familie hat und das sich leisten kann, geht zum Fälscher, bestellt Pässe, erhält sie und geht beispielsweise zu einem kleineren Flughafen, wo die Kontrollen nicht so streng sind. Er fliegt mit seiner Familie nach Europa. Ein gigantisches Fälschernetzwerk, das sogar europaweit agiert. An der Spitze der aus der Türkei agierende Kopf des Netzwerks, darunter die Organisatoren der Schleuser und die, die die Pässe und Touren an die Flüchtlinge verkaufen.
Sie kooperieren mit ihren Mitgliedern aus jedem denkbaren Land. Sie haben Spitzel in den griechischen Flughäfen. Sie haben Schleuser an der griechisch-bulgarischen Grenze. Sie haben Leute, die sie in Wien empfangen und auch in Deutschland. Vielleicht kommen wir hier an einen gefälschten Ausweis. Wir treffen unseren syrischen Kontaktmann. Seinen Namen dürfen wir nicht nennen. Von früheren Recherchen kennen wir ihn seit Jahren. Er war selbst Flüchtling, kennt die Wege nach Europa und weiß, wie man an gefälschte Dokumente kommt. Telefonisch verabredet er sich mit einem Dealer im Zentrum auf dem Omonia-Platz, nur wenige Minuten vom Parlament entfernt. Wir begleiten ihn und filmen mit versteckter Kamera. Unser Kontaktmann entdeckt den Dealer, der geradewegs auf uns zusteuert und uns in eine abgelegene Seitengasse führt. Wie kannst du uns nach Deutschland bringen? Ich kann dir morgen einen französischen Ausweis bringen. Der Dealer schlägt uns eine französische Ausweisfälschung vor, da diese in Deutschland nicht so leicht erkannt wird. Mit unserem Bild und Wunschdaten. Für 350 Euro und einen Teil vorab. Am nächsten Tag treffen wir den Dealer wie verabredet erneut in derselben Seitengasse. Ist das wirklich unsere neue französische Identität, mit der wir problemlos auch in Deutschland leben könnten? Ich möchte den Ausweis erst sehen. Nein, nicht in der Öffentlichkeit. Doch, ich möchte ihn erst sehen. Komm, zeig schon her. Wir halten den französischen Ausweis mit unserem Foto in den Händen. Und das in weniger als 22 Stunden. Die Qualität scheint uns auf den ersten Blick nicht besonders gut. Wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Denn wie können Menschen ohne europäisches Aussehen beispielsweise nach Deutschland einreisen? Häufig gefragt sind daher falsche syrische Pässe. Sie bieten zudem die Chance, dauerhaft als Asylsuchender anerkannt zu werden. Unser Kontaktmann meldet sich in einer geschlossenen Facebook-Gruppe an. Hier tauschen sich syrische Flüchtlinge und solche, die es werden wollen, aus. Hier ist jemand, der wissen will, wie er aus seinem Land nach Athen kommt. Oder eine Frau, wie sie am besten in die Niederlande kommen kann. Und hier die Pässe. Die sehen aber wirklich professionell gemacht aus. Ja, aber die sind falsch. Auf der Seite findet man tatsächlich einen Post, der angebliche syrische Pässe zum Kauf anbietet. Dazu sogar eine regelrechte Bestellhotline. Also kann man Syrerin werden, wenn man diese Nummer anruft? Ja, einfach nur anrufen. Wir möchten es ausprobieren und rufen die türkische Nummer an. Tatsächlich meldet sich ein Mann. Er ist äußerst vorsichtig. Erst nach langem Überreden und dem Versprechen, dass wir auch wirklich bei ihm kaufen, ist er bereit, uns einen Pass für 500 Euro zu erstellen und ein exklusives Interview zu geben. Wir schicken einen Mittelsmann in die kleine türkische Stadt Urfa. Er filmt für uns. Ein paar Tage später trifft er tatsächlich den Fälscher, der unseren Pass herstellen soll. Er zeigt uns die leeren Dokumente, die er mit den Fotos seiner Kunden und fiktiven Daten füllt. Echte syrische Pässe aus Damaskus oder Fälschungen, hergestellt in der Türkei. Gelangen genau diese Ausweisdokumente sogar bis nach Deutschland? Es gibt sehr viele, die mit gefälschten Ausweisen oder Pässen nach Deutschland gekommen sind. Und für einen großen Teil davon habe ich die Pässe gemacht. Ich habe auch andere Dokumente wie Führerscheine angefertigt. Die Zahl der Leute, die gefälschte Pässe und andere Fälschungen kaufen, ist groß. In wenigen Tagen soll unser fertiger Pass abholbereit sein. Anonym transferieren wir die 500 Euro an den Fälscher. Nur 3 Tage später kontaktiert uns der Mittelsmann des Fälschers aus Urfa und bestellt uns an einen geheimen Ort. Tatsächlich übergibt er uns den syrischen Pass aus der Türkei. Darin heißt unsere Reporterin nun Hana Al-Suabi und ist in Damaskus geboren. Von einem Polizei-Insider erfahren wir später, dass dieser Pass einer Kontrolle wahrscheinlich problemlos standhalten würde. Damit könnten wir nun versuchen, uns zu registrieren und Asyl zu beantragen. Doch dann würden wir uns strafbar machen,
Deswegen endet unser Experiment an dieser Stelle. Doch wer sind die Menschen, die in Deutschland mit gefälschten Ausweisdokumenten leben? Und warum tun sie das? In Berlin-Friedrichshain kommen wir mit Asylbewerbern ins Gespräch. Wir schaffen es, uns mit einem jungen Mann aus Gambia zu verabreden. Damit er unerkannt bleibt, nennen wir ihn Amaru. Was war denn der Grund, warum du nach Deutschland gekommen bist? Der Grund ist, dass du in Gambia keine Zukunft hast. Es gibt keine Arbeit für mich. Deshalb bin ich hierher gekommen. Der 27-Jährige berichtet von extremer Armut. Knapp jeder Fünfte, der es über das Mittelmeer schafft, soll aus dem von Diktatur geschundenen Land stammen. In Deutschland würde er höchstwahrscheinlich kein Asyl bekommen. Daher wollte er hier mit einer neuen europäischen Identität leben. Ich habe von meinem Onkel ein spanisches Visum bekommen, womit ich dann nach Spanien gereist bin. Dort hat er mir dann einen gefälschten spanischen Ausweis gegeben. Ich bin einfach nach Deutschland geflogen. Ich hatte solche Angst. Am Flughafen sei der gefälschte Ausweis nicht aufgefallen. In Deutschland angekommen, lebt er bis heute unter falscher Identität und schlägt sich derzeit mit Gelegenheitsjobs durch. Doch es sind nicht nur Flüchtlinge, die mit gefälschten Identitäten in Deutschland leben. Uns werden Teile einer Polizeiakte zugespielt, darin ein spannender Fall. Seit 1999 soll ein Mann unter dem Namen Serdar Panidis mit einem falschen griechischen Ausweis in Berlin leben. Seine wahre Identität? Ali K. Sein wahres Herkunftsland? Die Türkei. Als falscher Grieche wird er im Polizeicomputer geführt. Vierfacher Betrug, einfacher Kfz-Betrug und zweifache Urkundenfälschung. In Berlin-Wilmersdorf ist er gemeldet. Wir recherchieren vor Ort und machen ein Familienmitglied ausfindig, das kein Problem damit hat, sich mit uns über Ali K. zu unterhalten. Er berichtet, warum sein Cousin aus der Türkei floh und in Deutschland untertauchte. Es war seinerzeit so, dass er die Türkei verlassen musste, weil der ein illegales Ding mit der Bank gedreht hat. Nach einem Jahr war es dann so, dass er durch Kontakte, die er halt hier kennengelernt hat, an einen griechischen Pass gekommen ist. Und auf dem griechischen Pass hieß der Ali dann auf einmal Serdar Panidis. Und das hat er alles für 1.500 Euro bekommen. Damit habe er sich problemlos in einer Berliner Meldebehörde angemeldet, ein Bankkonto eröffnet und sogar ein eigenes Gewerbe eingetragen. Wie ist er so ins deutsche System gekommen? Ja, mit dem griechischen Ausweis, der war ja dann ganz legal hier. Als ob ein Grieche hier wäre, der kein Deutsch spricht. Aber danach hat kein Mensch gefragt. Also er war total locker und legal hier in Deutschland mit dem Ausweis gewesen. Mohammed führt uns zu einem Schnellimbiss. Hier hat Ali K. als Serdar Panidis jahrelang gearbeitet. Seit 2009 verliert sich seine Spur in Berlin. Wir erfahren, dass er heute wieder in der Türkei lebt, versteckt mit seinem echten Namen. Wir möchten mit dem 51-Jährigen über seine Straftaten sprechen. Mohammed stellt die Verbindung für das Videotelefonat her. Ali K. berichtet uns, wie er in Deutschland als Serdar Panidis betrogen hat und so Zehntausende Euro verdiente. Wir sind zum Beispiel nach Frankfurt gefahren und haben drei Autos ausgeliehen, die wir an Russen nach Bulgarien verkauft haben. Zwei der Autos sind von der Polizei geschnappt worden. 10.000 Euro haben wir kassiert für das Auto, das durchgekommen ist. Ein anderes Mal haben wir Handys auf eBay eingestellt. Die Leute haben gekauft, ich hatte das Geld und die Handys habe ich natürlich nie verschickt. Angst hat er keine, sagt er. Seine griechische Ausweisfälschung war zu gut. Ich bin sogar in eine Polizeikontrolle gekommen. Meine Kumpels hatten Schiss, ich war ganz entspannt. 2009 läuft der griechische Pass als Serdar Panidis ab. Ali bekommt einen neuen, gefälschten Pass. Er soll nun Italiener und nicht mehr Grieche sein. Doch die Qualität ist schlecht und er fliegt auf. Als ich morgens aus der Nachtschicht von der Arbeit kam, fragte mich in der U-Bahn-Station ein Polizist. Die standen da immer, haben mich aber nie kontrolliert. Ich hatte wie immer mein Croissant und meine Zeitung. Ich weiß nicht, warum ich ihnen dieses Mal aufgefallen bin. Er sagte, Ausweis bitte. Ich habe meinen Ausweis rausgeholt und gezeigt. Er sagte, dieser Pass ist falsch. Die Folge, Ali K. wird in die Türkei abgeschoben. Auf unsere Nachfragen wird klar, bis heute wissen die Berliner Behörden nicht, dass sie Ali gleich mit zwei Identitäten genarrt hat. Als vermeintlicher Grieche und Italiener.
Ein einfacher Fingerabdruck und Abgleich mit einem europäischen Zentralregister hätte Ali vermutlich früher das Handwerk gelegt. Ein Einzelfall oder ist die Kriminalität mit gefälschten Ausweisdokumenten ein immer größer werdendes Problem? Wir besuchen den Betrugsdezernatsleiter des Berliner Landeskriminalamtes, Thomas Simros. Er weiß, dass Straftaten wie Geldwäsche bis hin zu Terrorismusfinanzierung täglich mit gefälschten Ausweisdokumenten begangen werden. Auch mit solch einem, den wir uns gekauft haben. Ich wage zu behaupten, aber es gibt verschiedene Schätzungen, Einschätzungen, dass ja Hunderttausende von Menschen, vielleicht sogar Millionen, rumlaufen mit einer falschen Identität oder mit mehreren falschen Identitäten. Nehmen Sie mal den spektakulären Fall des Terroristen Anis Amri vom Breitscheidplatz, wo wir inzwischen wissen, er hatte mindestens 12 Alias-Personalien in Deutschland. Das ist ein Fall von vielen, das ist beileibe nicht der Spitzenreiter. Der leitende Kriminaldirektor führt uns in die Asservatenkammer. Erst vor wenigen Tagen haben seine Ermittler eine kleine Fälscherwerkstatt bei einer Razzia in Berlin auflösen können. Nähere Details darf er uns wegen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens nicht sagen. Geklaute, originale spanische Ausweisdokumente, die dann mit Passfotos und fiktiven Daten von den Fälschern gefüllt werden. Ein seltener Erfolg, wie er uns bestätigt. Wenn man mal Berlin ansieht, wir sind die letzten Jahre heruntergespart worden. Berlin ist gewachsen, es gibt mehr Menschen in dieser Stadt und wenn Sie mehr zu tun haben, brauchen Sie auch mehr Menschen. Sonst kann man das, was an mehr erwartet wird, nämlich zu prüfen, zu kontrollieren, zu überwachen, Dinge festzustellen, brauchen Sie auch mehr Personal. Das ist die Forderung, der Wunsch der Polizei an die Politik. Ist die Polizei der steigenden Kriminalität mit falschen Dokumenten nicht mehr gewachsen? Die genauen Zahlen rein gefälschter Dokumente kennen auch die Behörden nicht. Doch die potenzielle Dimension wird deutlich, wenn man sich das Bundeslagebild des BKA genauer anschaut. So fahndete die Polizei 2016 allein in Deutschland nach über 700.000 Reisepässen, fast 5 Millionen deutschen Ausweisen und knapp 1,4 Millionen Führerscheinen. Dokumente, die verloren gegangen, entwendet wurden, ungültig oder gefälscht sind. Europaweit waren dies im vergangenen Jahr über 53 Millionen Dokumente, zuzüglich mehr als 1 Million entwendeter Blankodokumente. Und die Zahlen steigen. Wir haben von Menschen erfahren, die Falschidentitäten nutzen, um sich aus den unterschiedlichsten Gründen Vorteile zu verschaffen. Doch es sind auch Terroristen. Mehrere solcher Falschidentitäten hatte der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri. Am 19. Dezember 2016 fährt er gegen 20 Uhr mit einem LKW in die Besuchermenge des Weihnachtsmarktes. Der Anschlag kostet 12 Menschen das Leben. Wir treffen einen Polizisten aus Ermittlerkreisen, der nicht erkannt werden möchte. Er berichtet, dass der Verfassungsschutz von den Mehrfachidentitäten Amris wusste. Wichtige Hinweise und Informationen hätte man an die Polizeiermittler aber nicht ohne weiteres weiterleiten dürfen. Und die Übermittlung von bestimmten Informationen unter den einzelnen Gewalten, die erfordern eine gewisse Beachtung von Vorschriften, sind also so schnell nicht möglich. Auch in dem Fall, das eine oder andere hat viel, viel länger gedauert, beziehungsweise die beiden beteiligten Behörden waren sehr vorsichtig im Datenaustausch. Die Beteiligung der unterschiedlichen Sicherheitsbehörden machte die Ermittlungen träge, sagt er. Und auch die Verschleierung Amris wahrer Identität durch mehr als 12 verschiedene Namen mit unterschiedlichen Herkunftsländern und Geburtsdaten sorgte bei den Beamten immer wieder für Verwirrung. So hatte Amri laut unserer Recherche 3 Nicht-EU-Pässe, mit denen er Handyverträge abschloss. Das erschwerte die Telefonüberwachung des Tunesiers erheblich. Ob EU- oder Nicht-EU-Bürger, am Einwohnermeldeamt führt kein Weg vorbei. Wer hier nicht aufliegt, wird nie wieder hinterfragt. Doch wie fallen falsche Ausweisdokumente überhaupt auf? Im Einwohnermeldeamt der fränkischen Kleinstadt Hersbruck möchten wir wissen, wie groß das Thema Ausweisfälschungen hier ist. Bislang machen wir da in der Richtung überhaupt keine Beobachtungen. Auch so können wir jetzt eigentlich nicht behaupten, dass wir großartig mitkriegen, dass gefälschte Dokumente ankommen. Wir ziehen immer mal wieder eins raus, wo wir denken, das könnte jetzt vielleicht sein. Und dann sprechen wir uns mit den Kollegen von der Verkehrspolizeiinspektion Feucht ab. Eine gute Fälschung, da müssen Sie dann auch kapitulieren. Vermutlich. Das nimmt man hier scheinbar einfach in Kauf. Obwohl die Meldeadressen der Grundstein sind, um in Deutschland zu leben.
Denn wer einmal gemeldet ist, kann ein Bankkonto eröffnen, Sozialleistungen beziehen und Wohnungen mieten. Im Einwohnermeldeamt Nürnberg, nur 30 Kilometer entfernt, hat man dieses Problem erkannt und wollte das nicht länger hinnehmen. Sie wissen nicht genau, wer da vor Ihnen steht und ob das, was derjenige oder diejenige vorlegt, auch in Ordnung ist. Sprich, ob hier Fälschungen vorliegen, ob hier gefälschte oder verfälschte Dokumente da sind. Und das wäre eben wichtig, diese Lücke zu schließen. Seit Herbst letzten Jahres hat Dienststellenleiter Olaf Kuch aufgerüstet. Mit immerhin 2 Dokumentenprüfgeräten. Wir lassen einen gefälschten Ausweis testen. Das Prüfgerät schlägt in 2 Punkten an. Das Material ist auffällig und ein Sicherheitsmerkmal, ein sogenanntes Hologramm, fehle. An einer Meldebehörde ohne Prüfgerät, sagt man uns hier, würde der Ausweis wahrscheinlich nicht auffallen. Circa 5.500 Meldeämter gibt es in Deutschland. Davon haben gerade mal knapp 250 Ämter Dokumentenprüfgeräte, wie das aus Nürnberg. Heute erkennt man hier im Schnitt 10 Fälschungen in der Woche. Davor waren es gerade mal 5. Es gibt sicherlich zahlreiche Meldebehörden, die das in dem Umfang nicht tun oder nicht in der Lage sind, technisch oder personell in der Lage sind, diese Prüfung so vorzunehmen. Und dann ist es eben nur ein Hin- und Herschieben, ein Verdrängungseffekt, den sie dann haben. Wenn eine Behörde das tut, sich das rumspricht, meldet man sich eben bei der anderen Behörde an. Damit sich Kriminelle nicht mehr so einfach mit Falschdokumenten anmelden können, appelliert Olaf Kuch an seine Kollegen in Deutschland, ebenfalls mit Dokumentenprüfgeräten nachzurüsten. Unsere Einwohnermeldebehörden, nach unserer Recherche das wohl größte Einfallstor für Menschen mit falscher Identität. Städte und Kommunen werden alleingelassen, die Zahlen der Fälschungen steigen. Die Polizei benötigt mehr biometrische Daten zur Aufklärung und ist unterbesetzt. Die Hilfeschreie sind laut und die Lösungen da. Warum nichts getan wird, wollen wir den Bundesinnenminister Thomas de Maizière fragen. Ein persönliches Interview will man uns nicht geben. Herr Minister, ZDF Zoom. Guten Tag. Sicherheit ist Ihnen ein wichtiges Thema, wie Sie auch heute angesprochen haben. Die Problematik ist aber auch der Mehrfachidentitäten bzw. der falschen Identitäten. Wissen Sie das Problem, dass die Sicherheitsbehörden häufig keine Möglichkeit haben, die wahre Identität festzustellen? Also das machen wir jetzt nicht so im Gehen. Dazu kann ich heute nichts sagen. Wenn Sie in Ruhe in der Pressestelle fragen, und dann können wir vielleicht noch was dazu machen. Ja? Würde ich sehr gerne machen. Vielen Dank. Dennoch, bis heute kein Interview. Schriftlich teilt man uns dann mit, dass man die Arbeit der Sicherheitsbehörden bei der Feststellung von Identitäten europaweit künftig unterstützen wolle. Zu der Situation in den deutschen Meldebehörden schreibt man uns: Das Bundesinnenministerium begrüßt den Einsatz von Prüftechnik. Einen verbindlichen Einsatz von Prüftechnik kann und darf der Bund den Ländern allerdings nicht vorschreiben. Das Erkennen von falschen Ausweisdokumenten in einem Einwohnermeldeamt muss der Bund also den Städten und Kommunen überlassen. Doch die brauchen von den Ländern eine gesetzlich vorgeschriebene technische Ausstattung und mehr Bewusstsein für diese klaffende Sicherheitslücke. Es besteht dringender Handlungsbedarf, damit es künftig nicht mehr so einfach ist, unter einer falschen Identität in Deutschland zu leben.